Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Worldly Galaxy Resurrection. Für mich ist es schon ein bisschen länger her, dass ich hier aufgenommen habe, aber haben noch ein bisschen was gearbeitet beim letzten Mal. Ich habe da drüben eine kleine Plattform gemacht, für ein bisschen zweiten oder dritten Ping. Ne, warte mal, ich hatte hier einen. Ja, hier war ein Suizid-Pingo, der ist runtergehüpft. Ja, ich kümmere mich super um meine Tiere. Nicht wahr, Pingu? Ja, wer ist nicht sicher, Pingu? Ich hasse diese Viecher. Die gehen mir so auf die Eier, das ist unglaublich. Ja, also wisst ihr Bescheid, wenn mir auf die Eier geht, ne? Wird mir schnell umgelegt. So, Questbuch. Ich habe mir so ein bisschen umgeschaut. Back to Basics. Wir sollten jetzt einen Stone Chopper machen. Mäh. Ich würde gerne was anderes machen. Und zwar, wenn ich mir mal so noch, Moment, das habe ich weggetan, war sehr schlau, mal hier so ganzen Mods anschaue. Agriculture, ma, muss noch nicht so wirklich. Botania, ma. Tinkers Construct, Maschine, habe ich auch noch nicht so wirklich Bock. Blood Magic kann noch ein bisschen warten. Draconic, Magical Crops. Was können wir denn hier machen? Wir brauchen einen. Was? Ach so, ich habe schon gerade gesagt, hier Craft slash obtain, was? Ich soll einen Befehl eingeben, um 64 zu kriegen? Die Essenz kann man auch craften. Das interessiert mich jetzt mal. Nö. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ich würde gerne mal mit Magical Crops anfangen. Ja, hier die Mob-Farm muss ich ein bisschen absperren, da ist eben Creeper rausgehoppelt. Hat mich sehr gut geschrocken. So, 64, Claim Reward. Als nächstes müssen wir auf Accio gehen. Accio. Auf jeden Fall diese Accio-Rüstung wollen wir aber noch nicht. Was wir erstmal wollen, wir wollen ein paar Seeds. Und zwar die Minizio-Seeds. Oh, hier hätte ich auch noch Minizio-Sense. Wir haben hier genau einen Seed. Und wenn wir den Seed jetzt hier mit Essenz umlegen, haben wir einen Minizio-Seed. Von denen werden wir aber noch ein paar brauchen. Aber was ich recht geil finde, ich habe jetzt mal kurz hier eine Pflanze weggemacht. Ich mache nämlich noch direkt einen zweiten. So, den werden wir nämlich gleich auch brauchen. Was wir noch brauchen werden, wir brauchen noch einen Diamanto. Da muss ich nochmal ein bisschen sieben. Wenn wir das hier mal mit Essenz umrunden, haben wir einen Weak Infusion Stone. So, mit dem Weak Infusion Stone können wir die Minizio-Essenz nehmen, einmal so, und wir haben Accio-Essenz oder Accio oder Accio oder keine Ahnung oder Leg-Me-Down-Sack. So, wir machen jetzt auch sofort den ersten Seed, und zwar die Cold Seeds. Die würde ich auch dann auf jeden Fall mit. Oder war hier. 2, 3, 4. So, den werde ich auf jeden Fall auch anpflanzen. Kohle kann man immer gebrauchen. Wer weiß, vielleicht können wir da irgendwie was fabrikmäßiger aufbauen. So, drei Seeds kriegen wir. Ich würde sagen, vier brauchen wir. Gut, wir bekommen eh noch vier, weil das Geile ist, die Seeds kannst du hochzischen auf 10, 10, 10. Mit Agricraft. Ich wollte auch noch direkt hier die Earth Seeds machen. Mal schauen, was wir dafür brauchen. Ah, komm. Earth Seed. Wir brauchen 4 Azio und 4. Das ist doch easy. Komm, dann weiß man nochmal ein Feld ab. Tut mir leid für die Pflanzchens, aber naja. Habe ich jetzt die. Hab ich die ganze Essenz umgewandelt zu. Gut, dann machen wir mal einen neuen hiervon. Minizio. 4 Accio. Und 4 Erde. Sehr schön. Das werden wir auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen anpflanzen. Mach mal hier und hier schon mal. Was wir noch machen können: Wir können, um das Ganze zu beschleunigen vom Wachstum, eine Watering Can machen. Gut, das ist, ich mache einfach bei mir jetzt gerade mal ein bisschen leiser, weil ich glaube, bei mir kann man sonst die Musik gar nicht hören. Gut, wir brauchen 4 Ironore oder Ironore oder keine Ahnung. Ich schaue erstmal, ob wir irgendwo Eisen rumfliegen haben, bevor ich da jetzt an den Vorrat gehe von der. Vom Gesiebten. Jawohl, hier.
Da ist schon einiges gut bei rumgekommen. Auch schon 9 Stahl. Okay, eigentlich ist mir jetzt rein. Wir werden ein Bäumel brauchen. Mann, das Bäumel klappt bei den Teilen nicht. Leider. Entschuldigung. So, komm. Ich nehme mal lieber hier das Wort. So, zack, zack. Ja, ich fall immer wieder drauf rein. So, zack, zack, zack. Haben wir. 4 Iron. Ein Bone Meal. Ja. Und wo haben wir sie? Da. Eine Watering Can. Haben oder nicht haben. So. Die können wir jetzt hier einmal rechtsecken, auffüllen. Und dann werde ich hier anfangen zu begießen. Begießen hat er gesagt. Die Nähe ist ein Pinkchen. Ja. Man sieht, der Wachstum ist unglaublich krass. Okay, es ist nicht so unglaublich krass, aber okay. Ich habe mich gerade schon wieder totale Scheiße zusammen, oder? So, wir können jetzt eigentlich mal hier wegklicken. Komm, mach mal einmal. Wir kriegen jetzt hier so eine Earth-Essenz und aus. Ach, davon kriegen wir 48 Dirt. Darauf. Oh, da ist was geruckelt. Darauf haben wir es aber auch abgesehen, aber. Es gibt so einen kleinen Trick. Mach mal so. Aber hier noch kurz ein bisschen abwärmen. Weed können wir bestimmt brauchen. Durch den Speed-Ticker habe ich, also durch das Zocken-Speed-Ticker, muss man sicher sagen. Oh, Entschuldigung, das wird aufgestoßen. Habe ich jetzt auch eine super Ideen bekommen für dieses Pack. Also das ist krass, was ich für Pläne habe. Was ich jetzt auf jeden Fall erstmal machen möchte, ist ein Seed Analyzer. Ein Seed Analyzer. Da brauchen wir ein Stone Slab. Stone Slab und ein bisschen Glas. Glas haben wir gar nicht. Machen wir anders. 6. Haben wir es hier. So. Und zack, 6 Sand. Sehr schön. Machen wir das mal zu Glas. In der Zwischenzeit können wir schon alles vorbereiten. Das brauche ich. Das brauche ich für eine normale Wood. Komm, machen wir mal gerade so. So, so, so und so. War das richtig bisher? Jawohl. Ich will nur noch die Glaspane. Oh Gott, das dauert einen Moment. Da kann ich in der Zwischenzeit hier nochmal so ein bisschen hochgießen, bis das fertig ist. Oh, da habe ich einmal den Weizen vergessen. Oh, irgendwie habe ich gerade so einen komischen Hals. Ich mute mich aber ganz kurz. So, einmal durchgehustet. Was wir nämlich noch machen können. Haben wir noch davon übrig? Natürlich nicht, habe ich überhaupt nicht übrig. Ich fürchte nicht. So, hier diese Cropsticks. Also ich will Freistick machen, können wir die so überkreuzen. Ich kann auch einfach zwei normal so hinsetzen. Was ich jetzt noch machen kann, die Gießkanne noch. So und zack, zack. Zwei neue Aufziehs. Aber das Geniale ist, weil jetzt hier zwei hochgewachsene sind. Sind diese neuen Earth Seeds besser? Was heißt besser? Normale Setzlinge haben am Anfang einen Wert von 111. Also, ich zeige das jetzt gleich einmal ganz kurz. Das machen wir das mal hier hin. Man könnte auch das Buch warten, macht jetzt aber mal nicht. Nehmen wir mal den Native Seed hier. Den analysieren wir mal. Okay. 111. Growth 1, Gain 1, Strength 1. Growth heißt einfach, ist der Wert, wie schnell das wächst. Gain, wie viel du rausbekommst. Man kann maximal 4 rausbekommen, also 4 Einheiten des Ergebnisses. Und Strength könnte man meinen Resistenz gegen Unkraut ist das. Also auch gar nicht so unwichtig. So, und wie ich jetzt mal die Code sieht und wenn man sieht. Okay, auch 111. So, jetzt haben wir hier aber schon mal einen fertigen.
Und sogar der hat schon. Oh, 2-2. Der ist schon besser. Was hat der? Der hat 1-2-1. Okay. Dann geht das jetzt folgendermaßen ab. Die beiden sind fertig. Die brauchen wir nicht mehr. Einmal, zweimal. Da sieht man jetzt auch wundervoll 2-2. 1-2-2. Und wieder hochgießen. Was machen wir jetzt aber mit den restlichen Seeds, die wir nicht brauchen? Da gibt es einen kleinen Trick. Können wir mal so machen und so. Und wenn wir dann 9 Stück von denen haben, kriegen wir eine Essenz raus. Du kannst die super nochmal für was verwenden. So. 10 Minuten, what the fuck. Okay. Also, Magical Crops ist meiner Meinung nach echt ein verdammt starker Mod. Aber auch wirklich super geeignet für so ein Projekt wie Skybox-mäßig. Ich meine, gut, wir könnten jetzt hier alles über 7 und so weiter kriegen, aber... Naja. Also normalerweise müsste man jetzt warten, bis das hier einfach so überwächst. Wir gießen einmal kurz und... Tada! Und... Und... Tada! Also das ist ein schlechter Witz mit Agricraft, finde ich. Agricraft, die Gießkanne Magical Crops ist einfach so broken. Der Mod an sich geht eigentlich vollkommen klar. Oh, Compressed Creeper, Fell from High Players. Tja, würde schinken, wenn ich du weg Creeper. So, zack, zack. 2-2-3. Ups, nein, nicht du. Du bist das Hoffe? Jawohl, 3-3-3. Dann die Seeds wieder rüberbringen. Flop und Flop. Was wir mit der Essenz noch machen können, wir können jetzt hier einen Weak Infusion Stone legen und dann kriegen wir einen Regular Infusion Stone, ein Accio zu Crucio. Wir können auch mit Wasser mischen und kriegen Clay, mit Feuer Essenz kriegen wir Cobblestone, Sand, Gravel oder Dust. Ja. Also ihr seht schon, dieser Mod hat krasses Potenzial. Was ich auf jeden Fall vorhabe, ich will gar nicht großartig lang auf 7 gehen, ich will einfach direkt die Ressourcen hier rüber bekommen. Ich werde wahrscheinlich später noch irgendwie was zum 7 aufstellen, einfach nur mal als Beitrag noch dazu. Aber hauptsächlich werden wir eigentlich hier rüber alles bekommen. Ja. Was habe ich noch so für Pläne? Ist jetzt eigentlich noch Pams? Warte, die Watering-Kern war von... Ja. Okay, Pams ist drauf, perfekt. Ein gewisser Zwietiger weiß schon, worauf ich hinaus will. Ich will da so einen gewissen Turm wieder aufbauen. Was heißt wieder? Den habe ich schon mal bei unserem Infinity-Server gebaut. Also nicht auf dem Monpack-Server, also auf dem Projekt-Server von damals, sondern auf den, wo ich gerade mit dem Zwietiger zusammen noch ein bisschen am Zocken bin nebenbei. Ja, und ich schaue mal sogar darüber, ob ich es sehe. Ah, das. Entweder bin ich gerade. Ich glaube, ich habe es übersehen, oder? Machen wir ganz einfach. Eve. Jut, ist vorhanden. Man könnte jetzt spekulieren, was ich vorhabe. Ich würde es eine krasse Energieversorgung nennen. Also, wir haben bisher bei uns in der Base so einen kleinen Reaktor stehen und, naja. Dieser Tower, den ich gerade am Anleiten bin, bringt uns quasi die ganze Energie. Also darüber kannst du eine Query laufen lassen und einen Mass Fabricator. Was? Mass Fabricator? Was hat der vor? Ja, was war ich gerade eigentlich? Frag mich auch gerade. 4-3-4, 3-3-3. Zack, 1 und 2. Wie viele Dezenz haben wir schon? 6 Stück noch einmal und wir haben es. So. Wieso haben wir es denn noch einmal? Wir haben es nur noch gar nicht bei 10-10, sondern vielleicht gerade da bei 5-5 oder sowas. Oder bei 5-4-3 oder keine Ahnung was. Ganz einfach, wir können dann schon das erste Mal Dirt craften. Und das würde ich auch damit schon ein paar Felder. Was? Gibt es eigentlich irgendwie einen Weg, wie ich hier das Schneebiom wegmachen kann? Bitte,
Sag mir eine Idee. Also wirklich, Modpack-Entwickler, geiles Pack, scheiß Position. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ist wirklich so ein Schnee zu bauen, das ist wirklich das Beschissenste, was geht. Ich habe jetzt aber auch keinen Grund, eine neue Gegend zu suchen, einfach weil ich es dann, naja, komplett umziehen müsste. 445 und 554. Jo, jo. Also ihr seht schon mal, wir sind jetzt gerade mal bei 15 Minuten, 10 nach 10 Minuten habe ich angefangen. Das geht so ab, das ist extrem. So, 10 Nervenzenten. Machen wir jetzt einmal so. Zack, 48 Erde. Super. Was machen wir mit der Erde? Ich habe da drüben mal was vorbereitet. Einmal so. So. Zack, 12 Erde haben wir über. Machen wir hier auch noch was. So, und dann, Moment, ah Mist, jetzt bei der Größe habe ich keine Mitte. Aber ich ende das Feld noch um, mache das mal provisorisch hier hin. Und dann, ganz easy gesagt, kommen hier die Felder von Magical Crops hin. Das habe ich nicht gedacht von der Größe her. Und das einmal schnell zu verhärten. Aber ich werde das auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall euch jetzt nicht langweilen, hier mit großartig noch hochzüchten und so weiter. Ich werde die Seeds in der Folge machen. Hochzüchten mache ich offscreen. Auf 10C10. Werde euch aber noch so den ein oder anderen Trick zeigen, so ist es nicht. Auf jeden Fall mache ich das immer noch hier gleich das Feld größer. Ja, gut. Bei 17 Minuten sind wir. What? Komm, wir machen mal ganz. Ich habe da drüben mal was Kleines bekommen aus einem Loopback. Und zwar hier Button Cases. Schauen wir da mal rein. Button Case, Boss! Case Opening! Oh! Was kriegen wir? Starshot! Third Edition Bow. Hat der spezielle Effekte? Nein. Bobble Drain. Na, na? Legendary. Jordan. Krass. Okay. Das ist krass. Kannst du die... Nein. What the fuck? Also so dauerhaft Strength 2? Kann man mal drüber meckern? Kann man aber auch sein lassen. Haste 2? Oh. Ja. Das geht schon gut ab. Ja. Dann ah, das ist eine normale Schwert, ne? Ja. Gut, den Bogen behalten wir mal. Ja. Dann würde ich aber sagen, was das für diese Folge. Ich mache wie gesagt noch da drüben das Feld einmal neu. Und würde dann sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt es in die Kommentare, was euch so nicht so passt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.